Stell dir vor, du bist 35, 40 Jahre alt und bist irgendwie unzufrieden mit deinem Job. Ne? Die Leute, mit denen du dein Studium gemacht hast, die haben irgendwie alle eine bessere Work-Life-Balance. Die haben spannendere Projekte, die haben bessere Gehaltsmöglichkeiten und irgendwie du bist nicht mehr zufrieden. Ne? Du hörst dich so ein bisschen um, was kann ich denn machen? Woran liegt das irgendwie, dass ich hier nicht diese Erfüllung bekomme? Dann triffst du dich mit ein paar Headhuntern, mit Recruitern. Und er hält sich mit denen und die sagen dir nach einer Weile, ey, ganz ehrlich, wir können dich auch nirgendwo anders unterbringen. Und das passiert vielen Leuten. Und in diesem Video soll es darum gehen, wie du sicherstellen kannst, dass dir das nicht passiert. Dafür habe ich hier den Jan neben mir. Jan, geil, dass du dabei bist. Na klar, gerne. Vielleicht einmal am Anfang ganz kurze Selbstvorstellung. Warum kannst du zu genau dieser Thematik uns hier was erzählen? Genau, also bevor ich hier bei Pumpkin eingestiegen bin, war ich nämlich genau darin unterwegs. Ich war im Recruiting bei Dartmouth Partners und zwar explizit mit dem Fokus auf Investment Banking, also M&A und Private Equity Cases und habe da über 2 Jahre natürlich einiges gesehen, habe da viele Karrieremoves mitbegleitet, habe da natürlich auch viele Kunden letzten Endes bedient und habe da natürlich auch einen relativ guten Insight darüber, was denn jetzt gerne gesehen ist und was für Profile natürlich besonders gut ankommen, aber natürlich leider auch, welche Profile denn eben nicht ankommen. Ja, genau. Und was wir eben sehr oft sehen bei uns bei Pumpkin, ne, Jan arbeitet hier bei uns als Career Advisor, weil du eben schon so viele Karrieren auch gesehen hast, kannst du sehr, sehr gut sagen, okay, wenn du jetzt gerade da bist, das und das als Ziel hast, dann mach als nächstes den Step, dann den Step und so weiter. Und was wir oft sehen, ist, dass Leute einen großen Fehler machen während ihrem Studium, ne, bevor die Karriere überhaupt losgeht. Und dieser Fehler führt eben langfristig dazu, dass du deine Karriere irgendwann absolut nicht mehr weiterentwickeln kannst. Und vielleicht lass uns mal so ein bisschen so an die Thematik rangehen, dass wir erstmal darüber sprechen, wie denn so ein typischer Karriereweg, insbesondere in diesen Finance-Unternehmensberatungsbereichen beispielsweise, aussehen kann, was da auch die Benefits sind, wenn man das Ganze langfristig betrachtet. Und dann gehen wir rein, wie man denn verhindern kann, dass man da irgendwie in so eine Sackgasse reinkommt. Ganz genau, gerne. Ja, was willst du genau wissen? Also, dass wir vielleicht erstmal so ein bisschen darüber sprechen, was waren denn so typische Moves, die du immer begleitet hast? Gut, ich habe mit vielen Leuten natürlich zusammengearbeitet. Die meisten wollten sich natürlich weiterentwickeln, beruflich, natürlich auch finanziell, ganz, ganz klar. Das ist natürlich eine riesengroße Motivation. Aber nicht nur das, es geht natürlich auch darum, interessantere Sachen zu machen, an größeren Deals mitzuarbeiten, dann natürlich auch mal final den Move auf die Buy-Side. Das ist ja für viele Leute einfach der große Traum, dann aus dem M&A oder auch aus dem Consulting, sich dann ins Private Equity zu begeben. Und das waren natürlich viele Sachen, die ich mit begleitet habe. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Gas gibt, wenn man auch ein entsprechendes Profil hat und wenn man dann auch natürlich einen geilen Move macht, später kann man dann natürlich extrem seinen Gehalt aufbessern. Da sitzt man, wie eben auch schon gesagt, natürlich an spannenderen Themen dran. Ne? Da ist man dem Mid-Cap dann vielleicht mal entkommen und sitzt dann wirklich an internationalen Large-Cap-Themen dran, die dann natürlich viel mehr Spaß machen, die dann natürlich eine ganz andere, ganz anderes Gewicht letzten Endes mit sich bringen. Aber auch andere Themen sind relevant. Ne? Wenn man sich zum Beispiel mal die Corporate-Ebene anguckt, wenn man dann einen geilen Corporate-Exit hinlegen möchte, da muss man natürlich auch einiges an Credentials haben. Ja? Nur weil man irgendwo bei einer kleineren Adresse mal gearbeitet hat, heißt es noch lange nicht, dass man auch in der Corporate-Welt zünden kann. Und gerade da ist natürlich das Thema Work-Life-Balance und trotzdem natürlich noch das entsprechende Taschengeld in der Hinterhand sehr, sehr relevant und sehr, sehr interessant. Was für einen Prozentsatz würdest du sagen, der Absolventen, ne, so in unserem Bereich, bleibt denn für immer bei dem Unternehmen, wo sie oder er einsteigt? Ich würde hoffen, null, aber einige tun es natürlich. Einige bleiben natürlich ewig da sitzen. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die jetzt beispielsweise ihr 9. bis 10. Jahr bei der PwC, bei der KPMG irgendwie mitmachen. Allerdings auch bei Top-Adressen gibt es manchmal Leute, die da wirklich längere Zeit da bleiben. Ich habe da auch mit mehreren Kontakten zusammengearbeitet. Gerade bei den, ja, klassischen deutschen Banken ist es vielleicht ein bisschen verbreiteter, dass da jemand ewig bei der Deutschen Bank sitzt, dass da jemand ewig bei der Commerzbank sitzt. Da habe ich schon noch einiges gesehen. Okay, und wenn dich jetzt, sagen wir mal, so wie ich es am Anfang so ein bisschen skizziert habe, mal jemand angerufen hat, sich bei dir gemeldet hat oder du auf jemanden zugegangen bist, und man darüber gesprochen hat, ob da irgendwie ein Upgrade möglich ist, sei es quasi vom Prestige her der Firma, ne, da ein Upgrade, sei es gehaltsmäßig, ne, weil typischerweise, wenn man da quasi wechselt, dann kriegt man auch eine gute Gehaltserhöhung, Auf sollte man jeden in der Fall. Regel immer mitnehmen. Oder einfach auch inhaltlich von den Projekten oder Work-Life-Balance, egal was, man sucht natürlich immer was Besseres, wenn man so einen Wechsel macht. Und du hast dir dann das Profil angeschaut. Bei was für Leuten war es denn easy, die zu placen?
Naja, es kommt natürlich auch darauf an, wo es hingeht, aber grundsätzlich die Faktoren, die die größte Rolle spielen, sind natürlich die vorherigen Arbeitgeber oder natürlich bei Job-Einsteigern dann auch irgendwo die relevanten Praktika, die sie gemacht haben. Also das ist der absolute Hauptpunkt. Klar, Noten, Uni, definitiv wichtige Faktoren, spielen auch eine große Rolle. Allerdings, worauf es immer wieder ankommt, was immer wieder letzten Endes fallen wird, ist die Vorerfahrung, die gesammelt wurde. Und die sammelt man eben nicht in der Uni, die sammelt man schon gar nicht in der Schule, sondern die sammelt man praktisch eben, wie gesagt, in einem Internship oder dann natürlich in der Vollzeiteinstellung. Und das heißt, letzten Endes ist es immer dann einfacher, einiges zu leveragen, einiges zu reißen, je besser man da stand, je besser die letzte Adresse war, bei der man denn gesessen hat. Ja. Und was hast du bei den Kandidaten so gesehen, die schwierig waren zu placen? Die irgendwie dann auf dich zukamen nach 5, 6, 7 Jahren bei der gleichen Adresse, wo man sich schon gedacht hat, wo man den CV geskimmt hat. Ja, das hat immer ein bisschen wehgetan. Also oft, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ja, oft sind es ja auch echt nette Leute gewesen. Oft waren es auch Leute, wo ich mir dachte, okay, du hast ja was auf dem Kasten, so im Gespräch überzeugst du mich auf jeden Fall. Aber es wird dann sehr, sehr schnell klar, dass meistens so die Orientierung der Punkt war, wo die Leute gescheitert sind, wo sie einfach zu lange gewartet haben, zu spät eben in diesen Praktikumszyklus eingetreten sind und dann, sagen wir mal, im letzten Semester der Uni irgendwie noch gemerkt haben, hey, M&A, richtig geil, da möchte ich Gas geben, aber dann einfach im sechsten Semester gesagt haben, okay, ich mache mal hier kurz meinen Big Four Transaction Advisory Service oder noch schlimmer Audit mit. Und wundern sich dann, warum sie natürlich nicht einen gescheiten Einstieg geschafft haben. Und genau das ist auch der Punkt tatsächlich. Weil du musst sehr, sehr früh Gas geben, du musst sehr, sehr früh wissen, wo du hinkommst. Denn du kletterst letzten Endes eine Leiter hoch. Es ist nicht so, dass die Leute, die ein 1-0er-Abi haben und eine Top-Target-Uni im Lebenslauf haben, direkt auch bei einer Top-Adresse einsteigen können. Nein, die müssen auch durch zwei, drei Praktika durchgehen, damit sie da hinkommen, wo sie am Ende hinwollen. Damit sie auch auf der Ebene eben einsteigen können. Das gilt aber auch für Leute, die vielleicht nicht so Top-Performer sind. Auch die müssen eben diese Leiter hochklettern und auch die müssen natürlich dafür sorgen, dass man da ein Praktikum auf das andere aufbaut, um dann natürlich auf einem coolen Niveau zu landen, mit dem man dann entsprechend auch in die Jobwelt einsteigen kann, damit man eben mit Vollgas dann loslegen kann. Ja, ja. Und der größte Fehler, den wir eben oft beobachten, ist quasi, dass Leute zu lange warten, bis sie anfangen zu zünden. Ganz genau. Und das ist quasi so ein extrem großer Punkt. Im Optimalfall zündest du schon zur Abi-Zeit. Im Optimalfall zündest du in der 10. Klasse, fängst da an, Gas zu geben. Jetzt zum Beispiel der Jonas, mit dem ich neulich ein Interview gemacht habe, der jetzt mit seinem 07er oder 08er Abi an die LSI geht und davor irgendwie auf 2,7 in der 10. Klasse noch stand. Am besten zündest du da. Wenn du da noch nicht gezündet hast, dann zündest du hoffentlich quasi der Oberstufe, wo es daran geht, dann die richtige Uni auszuwählen. Wenn du da noch nicht gezündet hast, dann zündest du hoffentlich während den ersten Semestern, wenn es dann geht, daran geht, richtig sehr gute Noten zu schreiben und die ersten Praktika einzusammeln und so weiter, weil je später du zündest, desto schwieriger wird es einfach, die Steps mitzumachen. Weil ich kann dir mal so ein bisschen was erzählen. Was macht denn jemand, der, sag ich mal, nach dem Studium, quasi wo sie oder er nicht so viel gerissen hat, dann quasi bei einem No-Name-Laden anfängt? Was kann die Person denn überhaupt noch machen, um noch quasi auf einen ordentlichen Upstep sozusagen mitzunehmen? Gut, letzten Endes an der Leiter ändert sich nicht viel. Auch da muss man natürlich dann Schritt für Schritt dafür sorgen, dass man eben nach oben kommt. Das Problem ist natürlich, es wird schwieriger. Also ein Praktikum dauert 3 Monate. Das ist auch völlig legitim, nach 3 Monaten ein Praktikum zu beenden. In der Karrierewelt sieht es dann anders aus. Also alles unter einem Jahr wirkt als Wechsel dann schon sehr, sehr kritisch. Da wird drauf geschaut, okay, warum hat er sich direkt wieder vom Acker gemacht? Warum ist er nach einem Jahr abgehauen? Ja, und das ist natürlich was, womit man leben muss. Und das bedeutet natürlich, dass die Zyklen erheblich länger werden. Das heißt, um jetzt von der KPMG zu einer Tier 3, Tier 2 Adresse im Investment Banking zu kommen, musst du nach dem Karrierestart locker mal 3-4 Jahre einplanen. Und das auch nur dann, wenn alles wirklich perfekt richtig lief. Während des Studiums kann man das über 2-3 Praktika, also über 3 Semester abklappern. Ist natürlich ein ganz anderer Timeframe. Macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man diese Leiter schneller hochklettern kann. Und genau das ist das Problem, was sehr, sehr viele Leute dann natürlich mit ihrem festen Jobeinstieg sich dann besiegeln sozusagen. Weil da, wo du einsteigst, kommst du sehr, sehr schwierig wieder weg. Genau, und das ist quasi genau halt der Punkt, den viele nicht so ganz verstehen oder wie gesagt erst zu spät verstehen, wenn die Karriere losgeht. Viele checken dann erst, oh shit, jetzt bin ich hier quasi gefangen und jetzt ist der Job halt nicht so geil. Die meisten schieben das irgendwie ewig vor sich hin, wird schon cool sein. Und im Endeffekt ist man da drin und dann merkt man irgendwie, das Gehalt ist doch ein bisschen zu wenig, die Arbeitszeiten sind doch ein bisschen zu viel, die Aufgaben sind ein bisschen zu langweilig, irgendwie die Kollegen sind mir ein bisschen zu naiv oder so. Und dann ist quasi zu spät und deshalb ist es quasi ein riesengroßer Fehler, dass viele Leute echt ihre Karriere zerstören, bevor sie losgeht, weil sie quasi noch nicht langfristig genug denken, weil sie noch nicht quasi daran denken, quasi, hey, wie wird sich das Ganze denn in 10, 15 Jahren entwickeln? Weil daran müsst ihr wirklich lenken, Leute. Es kommt nicht
darauf an, dass sie jetzt direkt nach dem Bachelor irgendwie das absolut Top-Gehalt oder so bekommt. Na, natürlich ist das auch ein Vorteil davon, wenn man die besten Adressen mitnimmt, dass man da ganz gut Gehalt bekommt, dass man da coole Aufgaben hat. Aber das eigentliche Leckere sozusagen, worauf ihr abzielen müsst, sind ja die langfristigen Gehaltsaussichten. Ich meine, du hast jetzt auch im Recruiting quasi keine Praktikanten geplaced oder Einsteiger, sondern eher Leute in den höheren Hierarchiestufen, weil da für dich natürlich auch mehr drin war natürlich. Ja, das heißt, da verdienst du auch viel, viel mehr Geld und daraufhin müsst ihr quasi eure Karriere ausrichten. Und wenn man das früh genug erkennt, dann kann man da halt schon die richtigen Schritte einleiten, die dich quasi viel, viel schneller und sicherer an dieses Ziel bringen. Das wäre dann auch eine ganz gute Überleitung, und zwar, wenn ihr mal mit dem Jan euch wirklich austauschen wollt über euer bisheriges Profil, was eure Stärken sind, was eure Schwächen sind, was für Steps für euch als nächstes sozusagen am meisten Sinn machen werden, was auch realistische Steps sind für eure Ziele, dann auf jeden Fall mal bei uns bewerben auf pumpkincareers.com, einfach für die kostenlose Status Quo-Analyse. Da dann gerne auch im kurzen Vorgespräch sagen, okay, ich würde am liebsten hier mit dem Jan sprechen, dann wissen wir direkt Bescheid, dass ihr von diesem Video kommt. Weil, was merkst du immer bei den Leuten quasi, du kriegst ja auch die Leute mit aus dem Elite-Coaching, ne? Was merkst du da quasi bei Leuten, die sehr früh diese Entscheidung treffen, das Ganze ernst zu nehmen? Das ist halt ein Riesenvorteil. Also letzten Endes, klar, man kann immer sagen, ja, Orientierung, die finde ich irgendwie während des Studiums. Du musst aber immer bedenken, es ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn du schon früher die Orientierung hast und wenn du früher weißt, wo es hingeht. Denn letzten Endes, Leute haben ähnliche Profile, du stichst noch nicht so sehr heraus. Und wenn du im dritten, vierten Semester einfach nur nichts Handfestes an der Hand hast, dann fällst du sogar eher hinten runter und dann hat die Konkurrenz dich schon längst überholt. Ja, dann musst du umso mehr Gas geben auch in dem Bereich. Ganz genau, ganz genau. Ja. Das heißt im Endeffekt eigentlich egal, wo du stehst, es gibt wahrscheinlich noch gut was zu optimieren. Im Optimalfall bist du noch relativ am Anfang vom Studium, da können wir am meisten optimieren. Aber auch wenn du jetzt quasi am Ende stehst und schon so ein bisschen gerade Angst bekommst sozusagen, ey, vielleicht bin ich ja genau diese Person, die am Anfang angesprochen wurde, trag dich auch mal bei uns ein. Vielleicht können wir noch gucken, was wir da machen können, um da ab sofort wenigstens die PS auf die Straße zu bringen. Den Link findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Wir würden uns freuen, wenn du dich mal einträgst. Und bis dahin danke dir, Jan, dass du hier mit dabei warst. Wir freuen uns natürlich immer über einen Daumen hoch, wenn du das Video teilst mit irgendjemandem, für den es auch relevant ist. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest. Viele Grüße, David und Jan.